Und dann hatten wir einfach so einen fetten Englischlehrer, der hat mich mal beleidigt. Was? Der hat mich Toastbrot gegeben. Was hat der gemacht? Ich habe einmal ein Toastbrot gegessen in der Pause. Und er hat angefangen, mich einfach seitdem ein Toastbrot zu nennen. Warum? Weißt du, was eine Missgeburt ist? Das ist aber schon ein bisschen lustig, oder? Wir haben einmal ein Bier gekocht und Alex hat einfach Beinhaare in den Kuchenteig. Pfannekuchen war es, genau, Pfannekuchen. Er hat dann einfach Beinhaare von seinem Bein genommen, mit der Schere abgeschnitten, da sind Pfannekuchenteig geworfen. Und die Leute, die das später gegessen haben, haben sich alle gewundert, warum sie Haare im Mund haben. Ja, wie geistig ich bin. Das fand ich aber wieder cool. Weißt du, der Gesichtsausdruck von allen Leuten so... Und du weißt ja nicht, was das für ein Haar ist. Das kann ja auch ein Sackhaar gewesen sein, ne? So ja. Von der Länge her so richtig... von so einem... Einfach, einfach so ein Sackhaar im Mund, Alter. Oh, Junge. Ich habe ein Bild gemalt. Mhm. Das war einfach nur ein schwarzes Bild. Ja. Bei gelben Punkten. Was hast du dafür für... Hast du für eine Note bekommen? Eine 2. Was? Es war ein Auto bei Nacht. Du Spasti! Hey, das war normal, das war ein Auto. Weiter! Ich verstehe nicht, was daran künstlerisch falsch sein soll. Alter! Aber Mr. Moore, der geht halt immer noch in Klassen und wenn das passiert, ja. Also der Mr. Moore sitzt manchmal am Fenster von Klassen und dann sitzt er da und schreit dann einfach rum. Einfach so. Weil das ich gehe manchmal auch zu meiner alten Schule und stelle mich dann draußen auf dem Hof vor die Fenster der Klassen und schreie dann da rein. Das ist Schmerz! Richtig behindert. Stehst einfach am Fenster, schreist rein, und gehst einfach. Jedenfalls reden wir heute. Boah, Morgan, halt die Fresse! Reden wir heute darüber, über Busfahrten zur Schule und hin und zurück und Busfahrten auf Klassenausflügen. Und ich weiß nicht, Felix hat eben schon. Er ist einfach rumgefallen. Ich heiße Marvin! Krieg dich die abgespannt. Ich weiß aber gar nicht, Marvin. Du weißt, Herr Mann. Du bist aber jetzt einfach sagen. Scheiße, Marvin. Wer ist Marvin? Ich mag Marvin. Marvin ist die Arbeit. Typisch, okay, typisch Teamspeak-Trolling. Typisch Schule. Baby fängt schon zu reden in 3, 2, 1. Junge, jedenfalls möchten wir heute... Halt, das ist doch die Fresse! Wir möchten heute über Busfahrten reden. Und der Felix hat eine richtig lustige Geschichte zum Busfahren. Erzähl mal, Felix. Hab ich gar nicht. Hör jetzt auf, bitte. 6. oder 7. Klasse. Irgendwie so kommt's, glaube ich, hin. 6. Klasse müsste gewesen sein. Und das natürlich dann noch der erste Kuss und also so einen romantischen Füllefanz gab. Oh ja, na ja, klar. Oh, der erste Kuss. Ich meine, das war so schön. Ich weiß nicht, wo ich am Pausenhof stand und die so, und ich so, oh, das war schön, ja. Und dann war man aber voll noch so. Wo hat die sich die Zähne geputzt? Ja. Klar, wir waren auf so einer Insel. Kennst du Inseln? Nee. Oh, ich hasse Inseln. Da musst du irgendwie 3 Stunden. Zu Fuß so einen scheiß Weg lang wandern, um an so einem scheiß Watt anzukommen. Watt? Watt. What? Watt? What? Yeah! Wandert man 3 Stunden, um dann durch Watt zu gehen, wo überall Wurmkacke ist? einmal einen Schüler hatten, der es lustig fand, sich Pinsel in die Nase zu stecken, ja, und hat damit Pinsel in der Nase so rumgemalt. Von hinten hat ihm noch jemand auf den Kopf gehauen, der Pinsel wurde dann richtig in seine Nase reingerammt und dann lief an dem Pinsel so irgendwann Blut runter und er musste dann zur Schulkrankenschwester und die musste dann vorsichtig den Pinsel aus seiner Nase ziehen, der natürlich... So wie der Typ, der sich andauernd Wachsmalstift. Richtig, genau, diese ganzen Vollidioten, die sich irgendwelche Sachen in diverse Körperöffnungen schieben, keine Ahnung. Ja, was habe ich noch für eine Geschichte? Wir hatten damals eine Spanischlehrerin, wir hatten einen Teddybären in der Klasse, den guten Bodo, ja. Den hat irgendwie aus dem Textilkundeunterricht mal mitgebracht. Ich habe auch noch irgendwo einen rumliegen. Sagen wir so, das war auf jeden Fall das hässlichste Scheiße, was ich jemals gesehen habe. Also wenn ihr es einem Kind quasi gibt, nimmt sich quasi das Kind eine Pistole und schießt sich den Kopf, weil das einfach so hässlich wäre. Dieser Teddybär hätte nur einen Arm und das Auge ging schiefer und alles. Und das richtige Stück Scheiße hat einfach so missgemacht. Aber wir mochten ihn irgendwie, hatten den in so Klassenmaskottchen und unsere Spanischlehrerin, die
seltsamerweise immer nach Wacholderbeerschnaps gerochen hat, scheinbar so ein Parfüm, hat dann irgendwann angefangen, scheinbar unter Einfluss dieses Parfüms, Bodo als Mitschüler zu behandeln und hat den ermahnt im Unterricht, hat gesagt, Bodo, zeig auf, wenn du dich melden möchtest. Wer war Bodo nochmal? Der Teddybär. Hat ernsthaft mit diesem Teddybär geredet. Das ist kein Scheiß. Hat ernsthaft mit diesem Teddybär geredet. Ich weiß nicht, ob das gemacht hat. War das Bodo der Fickbär? Daher kommt das, ja. Daher kommt Bodo der Fickbär. Hat ernsthaft zu dieser Scheiße, zu diesem Scheiß-Teddybär gesagt, ja, wir machen jetzt einen Vokabeltest. Hat den Bär genommen, ja. Pass auf, jetzt kommt's. Hat den Bär genommen, einen Tisch, den vor die Tür gestellt, vor die Tür unserer Klasse. Hat den Bär da hingesetzt, dem einen Vokabeltest, also ein leeres Blatt hingegeben. Und wollte den allen ernstes Vokabeln abfragen. Ich weiß nicht, was im Kopf dieser Frau los gewesen ist. Ich weiß nicht, ob die Stock besoffen war, aber wie kommt man dazu, einen scheiß Teddybären Vokabeln abzufragen? Wie kann eine Lehrperson, die verfickt nochmal Pädagogik studiert hat, so behindert sein? Ehrlich mal. Ich hoffe, sie ist auch noch mit dem Auto zur Schule gefahren. Also wirklich jetzt, der hat Kampfsport gemacht. Ja. Und hat einfach fast gar nicht geredet. Wenn er geredet hat, hat man nur gehört. Und dann haben wir... So hat er geredet. Mhm. Ja, und das geil. Waren zwei beste Freunde. So. Total behindert. Von dir jetzt? Ja, es ist ja, nicht schön. Von mir, sondern ich hab die waren in meiner Klasse. Ach so, okay. Gut, das kann ich wohl toppen? Wir hatten einmal irgendwie einen Fisch, aber da ging es nicht ums Innere, sondern irgendwie um Auge und so ein Scheiß. Was? Ja, da gab es irgendwie so Fischaugen. Das kennt man. Das haben oft auch Biologen, dass man dann Fischaugen irgendwie nimmt, ne? Ja. Und wir haben dann Fischaugen. Was? Ja, Fisch. Was? Wir haben ein Fischauge genommen. Ja. Und ist dem Typen, der vor uns saß, in die Kutze seines Hoodies. Oh nein! Bah! Alter! So ein stinkendes. Bah! Ich glaub, der hat den bis nach Hause mitgetragen. Bah! Bah, so ein stinkendes Fischauge. Ih, Alter, bah, ist das krank. Das war in der Schule, ja, das war in der Schule. Ja, da denke ich mir. Fuck, da muss ich mir mit der Nähmaschine, ja. Ja, erzähl. Ich hab mir mit der Nähmaschine über den Finger genäht. Aua, Junge, oh nee. Ich hab nicht aufgepasst, das geht schnell. Oh, Alter. Also bei mir war das so. Ich war mal in einem Zimmer und da war halt so ein Bus drin. Also ich dachte erst, dass es ein Bus war. Warst du in einem Zimmer? Ja, beruhig dich erstmal. Und ich heiße ja bekanntlich Justin und da kam halt so ein Mann rein und der hat mich dann immer Freddy genannt und ich wusste gar nicht, was der von mir wollte. Und dann hat er so Decken geholt und hat die um den Bus gelegt und dann hat sich herausgestellt, dass es kein Bus war, sondern ein Bett. Und dann hat er gesagt, dass ich den Bus bauen soll. Und dann sind wir da reingegangen und hat er mich von hinten genommen. Und das hat mich wehgetan. Komm, Freddy, Bus bauen. Und dann hat er... Ja. Ah, Digga. Alte Leier, ich kenn's doch. Ich kenn sie doch alle. Ich kenn doch alle Tricks aber hier. Aber das konnten nicht alle Mädchen in der Klasse machen. Ja, das konnten nur die mit den Tits machen. Die auch wirklich Boobies hatten. Die mit den richtig fetten... Die mit den Titten. Fetten, prallen Eutern. Die riesigen, dicken, die fetten... Fetten Schwabbeln, die geilen Fetten, Titten, die geilen Ficken. Okay. Ich kann nicht mehr. Ich muss aufs Klo. Wir müssen die Folge beenden. Nein. Yo, Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von. Typisch Schwule mit Rebi und Rohrgame. Typisch Schule. Das haben wir nicht geklaut. Ja! Tage und so, ne? Ja. Und für Männer klingt das irgendwie verdammt widerlich, wenn sie es richtig erklären. Ja. Und wenn dann irgendwie ist das für Frauen so irgendwie normal, aber ja, Männer richtig, denken aber sich Kerl, dann, what the fuck? Wenn du als Kerl das erste Mal hörst, so, da soll ich meinen reinstecken, wo einmal im Monat Blut mit abgestorbenen Eizellen. Ja, das stirbt ab und dann blutet die Frau, weil das die Eizelle. Ich dachte mir auch so, alle Jungs sitzen da. So, what the fuck? Ich will niemals in meinem Leben Sex haben. Nein, das ist mal, so schrecklich. Das ist aber halt nur, wenn man wirklich das erste Mal. Ich will niemals in meinem das ist Leben aber wirklich Sex nur, wenn man das erste Mal hört als Junge. Dann ist das wirklich ja, komisch. Ja, und danach findet man das ein bisschen geil. Ja, dann echt, jeder weiß ja. Richtig gute Überleitung. Ich habe Mr. Moore dazu geholt, weil Mr. Moore ist nämlich auch medikamentsüchtig. Und da dachte ich mir, hey, das passt doch. Spielst du doch mal eine Runde mit Mr. Moore wieder typisch Schule? Und ich habe mich eben, wirklich eben noch per WhatsApp mit Sprachnotizen mit einem Freund darüber unterhalten. Wie du bist.
Hey. Das mache ich mir nicht immer. Und dann am nächsten Morgen werde ich dann um 6:30 geweckt. An meiner Tür klopft es und steht ein Kollege von mir aus der Klasse da. Ja, du musst unbedingt kommen, du musst unbedingt kommen. Hier ist was passiert, hier ist was passiert. Ich so, hä, was ist passiert? Ja, komm raus. Ich gehe auf den Flur, er grinst mich nur so an. Ich riech so, bei Junge, hast du einen ziehen lassen? Er guckt mich so an, so, grinst so. Dann kommen wir in das Zimmer von diesem besagten Nils rein, ja? Wir kommen in dieses Zimmer rein und er steht da am Balkon und auf dem Balkon ist ein riesiger Berg Wäsche mit braunen Scheißflecken drauf. Das ganze Zimmer ist mit braunen Handabdrücken. Ah, Junge, ich hab sowas noch nicht gesehen. Das war so ekelhaft. Der Kerl, pass auf, der Kerl hat sich wohl nachts, hat die Flasche Tequila gesoffen, ja? Komplett alleine. Hat dann aber gemerkt, der hat zu viel gesoffen, ist dann ins Bett gegangen, hat dann angefangen zu scheißen, weil der Körper das einfach loswerden wollte, ja? Und dann ist ihm aufgefallen, kack, ich gehe jetzt duschen. Dann ist er in die Dusche gegangen, der Kerl war nur 1,70 groß, hat es geschafft, 1,90 Meter an die Wand zu scheißen bei seiner Körpergröße. Und dann hatte der überall so braune Handabdrücke an der Wand, wo sich lang getastet hat. Das war überall Kacke. Oh überall nein. War Scheiße. In der Dusche waren braune Handabdrücke, die so abgewischt sind. Er ist an der Wand so abgerutscht und dann ist halt einfach so nach Kacke gestunken. Das hat einfach nur nach Scheiße gestunken. Wir sind hier wieder bei typisch Schwule. Typisch Schwule. Deswegen haben wir heute Manu dabei. Dummer Bastard. Typisch Schwule, bestes Glück. Wie jeder weiß, ich war gar nicht auf einer Schule. Jeder weiß, dass Manuel gar nicht ein Typ Schwule. Ist. Dicken Gruß an Caro, ja. Caro war so eine Person, die hat wirklich eine 2 minus oder eine 2 gehabt und dann war die am Knatsch, die war Rotz und Wasser am Heulen. Das war der Scheißegal, ob die Person neben ihr gerade ihr komplettes Abi und ihr gesamten Lebenslauf verkackt hat, das war ihr Scheißegal. Es ging in dem Moment um sie und es gab eine Englischklausur, da hatte sie, glaube ich, eine 1 minus gehabt und die, da war jemand besser als sie, der gar nicht so gut Englisch kann. Und dann wollte sie damit zum Direktor und das wäre ja alles nicht möglich und das wäre ja auch frauenfeindlich gewesen. Hat dann die übelste Scheiße rausgerotzt und die ganze Klasse war einfach so aggressiv auf dieses Mädchen. Ihr müsst euch das verstehen. Aggressiv. Die ganze Klasse sitzt da und es ist alles ein Scheiß und dann kommt diese eine Person, ich habe aber nur eine 2 und dann dieses Wort nur und eine 2. Direkt, boah, ohne Witz, ne? Alter, wir haben das Penisspiel immer gespielt, immer bei Lehrern, wo man wusste, dass die richtig ausrasten. So in Bio. In Bio war richtig geil, das war richtig cool. Das haben wir mit Tobi gespielt. Wir saßen in der ersten Reihe und er saß relativ weit hinten und haben dann vorher per SMS gesagt, komm, wir spielen das Penisspiel. Und wir waren gerade in Bio tatsächlich im Thema Sexualkunde dran und er schreit einfach in die Klasse, Penis! Und ich weiß nicht mehr, welche Frage es war. Auf jeden Fall sagt die Lehrerin zu ihm, Tobi, die Antwort ist sogar richtig gut gemacht. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Zusammenhang es war, aber diese Antwort hat auf jeden Fall gepasst. Penis! Aber ich sag's euch, Freunde. Als Klassenclown hat man es nicht leicht. Man ist ständig unter dem Druck, lustig zu sein. Das tut weh. Ich muss ganz kurz, Mr. Morgan, möchtest du kurz vielleicht weitererzählen? Ich bin gerade in einem Trauma. Klassenclown. Du musst es machen. Ja. Wir hatten mal auch einen Vertretungslehrer. Oh, nee, erzähl du. Nee, ich wollte gerade sagen, erzähl du meine Geschichte. Dann saßen wir da und er wollte auch schon so einfach mal auf die Uhr geguckt. Ja, lass einfach, ich will jetzt einfach gehen. Ist mir egal, ob ich was lerne oder nicht. Ne? Also er war auch schon so drauf. Und da hatten wir halt so eine Feueralarmübung. Mhm. Und hat nur diese Übung. Und er ist der Erste, der rausgestürmt ist. Ah, Feuer! Ah, ah. Aber er ist direkt zur Cafeteria gerannt und hat sich was geholt. Und ist dann einfach mit einer Zigarette im Mund zum Schulhof gelaufen, nachdem er bei der Cafeteria war. Und das war ein total stumm, weil eigentlich gehen ja eigentlich die Schüler zuerst raus. Und er rennt zuerst raus. Ja! Und ich dachte, ich hab's so ein stumpfer Typ, dieser Vertriebslehrer. Da hat man auch gemerkt, der hat keinen Bock gehabt.